Es wäre schön, wenn deine Familie diese Offenheit hätte leben dürfen. Und doch, du kannst es, Freund. Du kannst es, weil du eigentlich die Bereitschaft in dir trägst. Weil du weißt, dass das nicht richtig ist. Dass das eigentlich nur Schmerz ausübt. Dass es nur eine Blockade ist, die sich zuspitzt. Und eine Unsicherheit und eine Angst. Und es ist dann das Verstehen auch dazu zu begreifen. Das Verstehen, das ist meine Familie. Und das ist der Grund, warum sie es so auslebt. Aber ich kann es auch anders tun. Und das ist auch in Ordnung. Sebelum atuk saya meninggal ya, di depan keluarga kita semua, dia berbicara dengan suara lain. Dia menerangkan siapa dia. Tapi suaranya bahasa daripada tahun 50-an, seperti roh daripada 50-an. Apakah itu? Adakah itu jin ataupun roh manusia lain? Proyeksi astral ini bisa dari makhluk astral apapun, entah itu bangsa ruh, bangsa jin, atau bangsa khodam. Dan biasanya yang mengabarkan kebaikan-kebaikan adalah bangsa khodam. Khodam ini adalah makhluk pendamping yang memang diturunkan Allah, yang itu ada gunanya, ada manfaatnya untuk diri kita, untuk manusia, untuk menerima sebuah informasi. Dan itu didapatkan biasanya dari tuah keturunan. Ich habe einen Mann kennengelernt in Indonesien. Er hat zu mir gesagt, dass er kann ans Wasser. Er kann über das Wasser, über das Wasser laufen. Wasser. Ja. Ist das möglich? Ein Mensch, was eine Seele, ein Bewusstsein in seinem Körper so loslösen kann, der geht nicht mit seinem Körper über das Wasser, sondern er materialisiert seinen Astralkörper. Und ein Astralkörper ist nicht schwer, mein Freund. Der geht nicht unter. Der kann übers Wasser gehen. Aber es ist nicht der Körper, sondern die Manifestation des astralen Energiekörpers. Transformasi astral. Dia harus meninggalkan fisiknya, dia harus meninggalkan jasadnya dan digantikan dengan roh lain. Kemudian roh itu melakukan sesuatu terhadap orang tersebut. Ketika ilmu itu tidak dipelajari secara langsung, maka akan lebih banyak mudorotnya dibandingkan manfaatnya. Kalau sudah bisa dengan cara seperti itu, ya gali lagi. Kalau merasa bisa, ya gali lagi sampai menemukan kebenaran sejati, sampai menemukan ilmu yang benar. Verurteilt nicht die Dinge, die ihr noch nicht ganz versteht, sondern erlebt sie erstmal, um sie dann zu verstehen. Beeindruckend. Konnte natürlich stundenlang mit dem brauch ein paar Gläser Wein und den ganzen Abend mit ihm zu verbringen. Das ist ja so spannend, was er zu sagen hat. Und so einfach alles, so logisch.